Moin Moin, herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Mit Evil Dynasty geht in eine weitere Runde. Wir brauchen jetzt erstmal einen ordentlichen Schwung Steine. Wir bauen uns nämlich gerade ein schönes Steinhaus und ja, dann brauche ich nochmal einen Tipp, wie das mit den Schindeln geht, mit den Holzschindeln. Ich kann das nochmal einer sagen, ansonsten werden wir es versuchen mit Holzbrettern zu machen, ne? Schnell irgendwie eine Handvoll Bäume fällen und dann geht's los. Ich glaube, ich habe jetzt alle mit Stein hier gemacht. Brauchen jetzt noch ein paar Holzstämme und halt Steine. Sollte aber zwischendurch erstmal was essen, damit wir voll fit sind, weil ich glaube, dann sind wir ein bisschen schneller. Kohlsuppe essen. Sind wir wieder satt, trinken können wir gleich, wenn wir wieder am Wasser sind. Haben wir denn 3 sind 18. Braucht mindestens 30 Steine, ne? Das ist jetzt auch so, bevor wir das nicht fertig haben, die Hütte, kann ich dann nicht beide umziehen und dann kann sie nicht bei uns einziehen. Sie waren Steine, ziemlich viele hier in der Gegend. Ja, Pilze auch hier auf einmal. Meinst du, die ist dann schon wieder weg? Ja, aber geht ja nicht anders jetzt. Was soll ich machen? Ich habe ja gar kein Haus. Hätte ich erst ein Haus bauen sollen, bevor ich sie zu uns lotse, ne? Aber das ist nur zu spät. Nur sie da. Dann soll ich einen von den anderen erstmal rauswerfen. Macht auch keinen Sinn, ne? Ja, das war die Axt tatsächlich jetzt. Da ist auch keine. Muss mal irgendwo gucken, ob ich noch eine Axt übrig habe. Die noch nicht. Der Typ wohnt doch schon mit der einen zusammen. Was ist denn da im Wasser? Ist sie das? Oder ist das eine Fischerin wahrscheinlich, ne? Da lernt man draus. Ist man halt selber schuld. So, so eine Wand braucht natürlich deutlich mehr als 6 Steine. So, hau rein da. Guck mal, da drüben sind also relativ viele Steine, so wie es aussieht. Andere Kraut? Naja. Für die Schindel benötigst du Bretter, die reichen, aber wie würde ich, wo stelle ich das denn her? Ist das denn irgendwie in der Werkstatt? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Da, wo ich auch die hier Holzschalen und so herstellen kann. Wollte ich jetzt erst echt mal in Ruhe lassen. Und wenn hier alles voll liegt, werden wir jetzt mal gezielt ein bisschen Steine sammeln. Ich noch mal einen Baum mitnehmen. Wir gar nicht, muss ich erstmal eine Axt organisieren.
Was wir machen könnten, sind zwischendurch ein paar Baumstuppen ausgraben, ne? Steine, Steine, Steine. Jetzt weiß ich auch, warum ich die ganzen Steine auf Tasche hatte, als wir drüben bei dem anderen Dorf wach geworden sind, ne? Für die Hütte. War ein bisschen ungeschickt. Das war auch spontan, dass wir sie jetzt schon zurück zu uns ins Dorf geholt. Oh, Brei hier. Breitwegerich. Haben wir auch mal eine Quelle gefunden. Das war das Kraut, glaube ich, was auch ein bisschen Heilung verbringt. Was natürlich, wenn wir tatsächlich später auf Bärenjagd gehen, ein Vorteil sein könnte. So, ich muss einfach trotzdem nur Bretter machen. Hätte ich das vorgewusst, hätte man sich vorher wahrscheinlich schon die Zeit nehmen sollen und bessere Hütten einfach bauen. Wegen der Zufriedenheit halt der Dorfbewohner. Da muss eine Steinwand noch hin. Da oben muss noch eine Steinwand hin. Gucken wir uns nochmal, das Dach soll dann mit Holzschindeln, Bretter 12, Holzstamm 1, Holzstamm 1, Stroh, Brett 6. Machen wir einfach mal das Beste, was geht. Auch wenn wir Gefahr laufen, dass wir die Dame wieder verlieren. Ich glaube, wir finden neue. Aber Hammer für Holz, Wetter. Steine sind weg. Ja, und unsere Leute brauchen Werkzeuge und so, ne? Ich glaube, ich habe mich ein bisschen übernommen hier mit den Aufgaben zu Beginn meiner noch nicht ganz so erfahrenen Medieval Dynasty Zeit. Fehlt ihm denn irgendeine Spitzhacke oder was? Kein Werkzeug. Eine Hacke ist doch da. So ein Säckchen, eine Sichelsense. Was möchte er denn haben? Möchte er haben. Was ist das? Ich habe auch kein Brennholz mehr. How can I help you? See you soon. Trotz ist hier schlecht gelaunt. Stimmt, hier ist kein einfaches Säckchen mehr, gut gesehen. Da brauchen wir Leder für. Kann man nichts mehr anbauen. Oh, oh. Aber wir müssen mal schnell mal. Hier nehmen wir gleich mal ein bisschen mehr Leder raus. Machen gleich mal irgendwie, ja, ne? Vier Stücke. Ja, ich weiß nicht.
Ich muss das nicht hier hinbringen, ne? Ich hätte das auch einfach ins Dings reinpacken können da. Hier rein. So, wir brauchen Steine nach wie vor für die Wände. Haben wir hier jetzt eine gute Quelle gerade gefunden. Und dann habe ich denn, haben wir denn diese super Axt oder hat sie die jetzt genommen? Ich meine, wir hatten eben noch eine Eisenaxt oder sowas. Was brauchen wir für so eine Steinaxt? 10 Stöcker, 2 Steine, das geht. Ach, wie blöde Birken sind, das sind immer nur 2 Holz, ne? Hier sind gute Ahornbäumchen. Die bringen uns ein bisschen mehr Holz. Aber wie viele Bretter kriege ich aus einem Holz? Stamm. Und gefährliche Arbeiten. Mehr soll ich lieber nicht mitnehmen, sonst wären wir zu langsam. Ja, muss man moin. Ja, blöd gelaufen für die Frau denn, ne? Aber ich wüsste nicht, wie ich das sonst machen sollte jetzt. Wir machen erstmal schnell ein ganz bisschen Brennholz. Zweimal. Und dann können wir ein paar Bretter herstellen. Wir haben auch noch ein paar Bretter in der Truhe da hinten, glaube ich. Bretter aus einem Stamm, ja. Dann brauchen wir also... Oh, viel. Ich glaube, das ist Holzschild und das ist natürlich... Ah, dann wollte man zu viel. Aber ich habe auch gesagt, wir wollen auch schön bauen jetzt. Und dann ist es halt so. Braucht wahrscheinlich eine ganze Jahreszeit. Also eine ganze... Saison. Wo wir ansatzweise fertig sind mit der Hütte. Bis dahin ist die Frau bestimmt wieder weg. Aber was, ja, wie soll ich sie sonst jetzt, ne? Soll ich jetzt jemand anderes erstmal rauswerfen und die da reintun? Und so ein bisschen austauschen, dass sie dann kurzfristig mal wieder auf Zufriedenheit kommt? Dann wird natürlich die andere unzufrieden, ne? Weiß nicht, was da das Beste ist. Hier haben wir auch ein bisschen Leder drin, ne? Kalkstein. Da können wir uns keine Pause erlauben, ne? Als nächstes. Thank you.
Holzstämme. Aber wir werden auch Holzstämme im Lager haben nebenan, oder? Habe ich jetzt nicht gerade irgendwie drauf geachtet, aber dürften ja auch welche sein, ne? Ja, atme dann erstmal kurz durch. Gehen mal rüber spazieren. Und die muss ja fleißig, ich habe ja eben nicht drauf geachtet sein, aber die muss ja fleißig sein, ne? Gar nichts an. Holz. Ein Brett ist auch nur noch hier. Ach Gott. Vielen Dank für den 32. Monat. Danke dir. Vielen herzlichen Dank für deinen Support. Moin. Also kriegen wir eigentlich gar nichts fertig. Auch keine Steine mehr. Holzstämme fehlen schon wieder. Ein bisschen eigensinnig, ne? Die Hütte, die wir gerade bauen. Daniel, boah, was möchtest du? Der könnte doch auch mal Gentleman sein und ausziehen vorübergehend. Und sie irgendwo einziehen lassen. Achtung, das Ganze hier bricht zusammen. Ach, wenn man so sieht, das geht schon, ne? Wenn wir genug Platz im Inventar haben. Können wir auch die Holzschalen und sowas weg. Können auch die ganzen Holzstöcker, die wir noch irgendwie mit uns rumschleppen, auch mal loswerden. Dann haben wir auch ein paar Kilo noch gespart. Reicht das einfach nur, wenn man hier so kurz mal aufleuchten lässt, das Ganze. So, die Tür kriegen wir fertig. Hier die Wand kriegen wir fertig. Die Wand kriegen wir auch fertig. Das ist die Wände haben wir. Die Seitenwand ist auch fertig. Viele Bretter. Muss mal gucken, wie spät es ist. 20 Uhr, 22, 21. Ich glaube, wir müssen schlafen. Gute Nacht. Guten Morgen. Noch ist sie da. Dann heißt es für uns, wir gehen direkt wieder zur Arbeit, holen uns jetzt ganz viel Bretter. Gut und gerne 35 Kilo Platz. Gehen wir ein bisschen weiter in den Wald rein, bis zu diesen großen Bäumen da hinten. Ein paar Steine brauchen wir dann gleich noch. Aber erstmal nur so viele, wie wir wirklich brauchen.
Haben unsere Steuern noch nicht bezahlt, ne? Ich dachte eigentlich, wollten wir noch Steuern bezahlen, als wir im Dorf waren. Einer nicht dran gedacht. Schade. Nicht dran gedacht, die Steuern zu bezahlen. Wie ärgerlich. Ich schleppe 105 Stöcker mit uns rum. Das macht auch keinen Sinn, ne? Trotz, hier liegt aber auch alles voll mit Stock. Ja, mich würde mal interessieren, es gibt ja so ein paar Profi-Gamer unter euch auf YouTube, aber auch natürlich auf Twitch in den Livestream zu schauen. Schreibt mal gerne rein, was würdet ihr so als nächstes machen, was, ne, gibt mal ein paar Tipps und Tricks gerne. Also ich denke, ne, ich stelle das mal auf, was ich als nächstes machen möchte, würde hier gerne noch ein Feld anlegen, das noch ein bisschen streuen, dass wir da Zwiebeln und so anpflanzen, dass wir da halt auch ein bisschen in diese Bereiche später kochen können. Roggen, Weizen, Leinsaat, das sollte eigentlich eh in den Boden kommen. Werden wir natürlich noch mal prüfen gleich, sobald wir die Hütte fertig haben, was auch wirklich passiert ist. Ungeschickt, ich muss erst Bretter herstellen. Und wäre ganz nice, wenn wir das hinkriegen, noch ein paar mehr Bäume, ne? Ein paar mehr Obstbäume. Weil die Äpfel mögen die Bewohner, glaube ich, auch echt gerne. Und ist natürlich dann ungünstig. Doch mehr als 5 gesammelt, oder? 20 Bretter können wir herstellen. Das brauchen wir pro Stück, ne? Und 5 brauchen wir noch. Also wir brauchen noch an die 60 Bretter, glaube ich. Dann haben wir dieses Ding fertig. Fehlt schon wieder irgendwas da oben, oder? Warum lässt denn so eine Siedlung hier gut am Laufen zu halten? Fischfilets gibt es eine ganze Menge, bringt ja auch nicht so viel Nahrung, aber wenn ich da jetzt einfach mal 8 Stück von esse oder so. Das ist gleich schon wieder ein Schwung besser. Hat noch nicht gereicht. Nehmen wir nochmal schnell einen Schluck. Trinken können wir auch. Aber kein Wunder, so schwer wie wir hier arbeiten. Schaffen wir noch. Ja. Schon mal ein Stück Dachboden fertig. Ich weiß nicht, ob es fast schneller geht, auf die andere Seite zu schwimmen und von da das ganze Holz zu holen. Aber wir werden jetzt erstmal die ganzen Bretter, Quatsch, die ganzen Stöcker hier reinschmeißen, weil das ist auch echt viel, was wir da an Gewicht, glaube ich, mit uns rumschleppen. Ne? Wo ist es denn? Hier. 11 Kilo. Ja.
So, jetzt erhol dich doch erstmal, Junge. Mensch, atmet immer so schwer. Brauchbar. Achso, und Steine brauche ich jetzt auch erstmal nicht, ne? Die paar Kilo können wir uns auch sparen hier. Jetzt haben wir 17 Kilo frei. Jetzt laufen wir mal ein Stück weiter. Dann kriegen wir so viele Bäume mit. Also wir können für 40 Kilo jetzt Baumstämme mitnehmen. Wieder ein paar Stöcker. Aber auch nur, weil wir bestimmt gleich eine nächste Axt noch brauchen. Aua. Das war mal wieder ein fieser Baum hier. Na gut, ist aber auch das Ende der Folge. Sollte vielleicht auch sagen, dass es das Ende der Folge sein soll, ne? Vielen Dank fürs Reinschalten. Kurze Pause. Gleich geht's weiter. Bis dann und tschüss.